Tocterfeia, 5, hateleucmie. Șocfurex sprint star mark blume. Se innefun fj hrige tocterfeia hateleucmie. Gemein sam kmpfansie jet zt gegendie krankheit. Auf sportilike rebene hat ar zahlerike wetkump fe aus getragen, privat maser jet staber seinen wauchlschwersten bestreiten. Mark Blume, 47, ehemaliger sprint star, masam das leben seiner tochter furchten. Die fünfjährige Felia Sommer ist am Myelodysplastiskein Syndrom, MDS, erkrankt, einer Vorstufe der Leukämie. Das erschit de 47, schrige in einem höchst emotionalen Interview mit Bild. Mark Blume bangt ams Leben seiner Tochter. Der vergangene Sommer stellte das Leben der Familie von Mark Blume auf den Kopf. Immer wieder hatte Felia auffliegende blaue Flecken am Körper, die ihre Eltern irgendwann stutzig machten. Die Mediziner in der Kinderklinik vermuteten sonst einen harmlosen Infekt, diese erste Vermutung sollte sich leider nicht bestätigen. Das wurde über Wochen beobachtet. Aber die Blutwerte wurden nicht besser. Daher wurde ein kleiner Eingriff durchgeführt, Knochenmark entnommen und untersucht. Das waren 6 Tage Banges warten, dann kam der Mann mit dem Hammer. Diagnose Blutkrebs. Felia braucht eine Knochenmarkspende. Nun hoffen Felia und ihre Eltern darauf, einen passenden Knochenmarkspender zu finden. Mark Blume und seine Frau eignen sich dafür nicht. Mit Hilfe der DKMS, deutsche Knochenmarkspende, wollen sie jetzt einen geeigneten Spender finden, hoffen, dass es möglichst schnell geht. Denn Felia ist schwer krank. Dabei macht es sie doch nichts lieber, als jeder in Matske Pampe zu springen, rumzutoben und in die Kita zu gehen. Felia trumt davon, ein Schulkind zu sein, sogar einen Schulreisen habe sie schon, steht im Spendenaufruf der DKMS. Aktuell stehen die Chancen darauf eher schlecht, so Mark Blume. Sie versteht, dass sie krank ist. Die Situation ist für alle Familienmitglieder unvorstellbar hart. Zwar sei Felia tapfer, doch ernst mache ich ihre Situation schon, so Mark Blume. Wir bereiten Felia mit Geschichten darauf vor, dass sie wegen der Chemotherapie ihre Haare verlieren und ihr dunders Hlenich zum Beispiel.
das auch machen Figuren mal keine Haare hatten. Wir müssen schauen, dass sie keine Angst bekommt. Sie versteht aber schon, dass sie krank ist. Neben ganz viel Mut, ein wenig sauber, Magie und Hoffnung ist es, vor allem eine Kochen mark spende. Die Fälle leben und das viele andere Leukmie-Patienten retten kann.